Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medieval Dynasty. Die Kinder sind los und wir stürzen uns in die Arbeit. Wir haben ja überlegt gehabt, wie wir das mit der Lebensmittellager machen. Ich finde es zwar geil, dass es hier so mittendrin steht und so, aber ey, ohne Spaß. Großer Dorfplatz und so, aha, ihr wisst Bescheid. Oh. Den Brunnen brauchen wir eigentlich auch gar nicht nach da oben umzusetzen, weil wenn wir das Lebensmittellager hier hinstellen, haben wir doch schon mal das gemacht, was wir wollten. So, hier kommt ein Lebensmittellager hin. Das, ja, ich sehe das jetzt schon kommen. Das wird richtig gut, die Idee. Wir sammeln mal alles hier ein, weil ihr wisst ja, was auf dem Boden liegt, ist danach weg. Und wir haben sowieso ständig irgendwelche Materialmangel. Mangelerscheinung. Oh, haben wir Quests? Andere Jahreszeit, andere Quests. In welchem Dorf gibt es Pferde? Gibt es hier nicht überall. Müssen wir mal gleich jemanden fragen. Wir fragen einfach mal an unsere Bewohner. Ist eh geil, gell? Die kommen aus dem Dorf hier gar nicht raus und die wissen besser Bescheid, wo es was gibt, als wir selbst. Wie das Wunder läuft. So, also. Lebensmittellager. Lager. Ruhig so. Das ist so. Soll das so quasi dran stehen? Das geht gar nicht. Wir müssen es mittig machen. Dann können wir nebendran den Baum wieder wachsen lassen. Okay so. Oh, perfekt, oder? Kann man halt nicht mehr... es weiß nicht. Nicht, dass da Dorfbewohner stecken bleiben. Okay, ich weiß. Abreißen bringt mir nicht wieder alles an Holz zurück. Ich hole mir gerade mal ein bisschen Holz. Wir haben eh nicht genug Holz, um das Lebensmittellager hochzuziehen. Außer es wird aus Brettern bestehen, anstatt Balken. Aber das besteht auch genauso aus Holzbalken. Bin mir fast sicher. Komm, naja, wir brauchen doch sowieso... Ja, passt doch. Darf ich es nur nicht zu oft abreißen? Na, guck mal, man kommt dann hier rein mit dem Stall. Oder? Jetzt kommen wieder die ersten Zweifel auf. Nein, der Stall kommt ja auch recht weit nach vorne. Und das, doch, es fügt sich voll gut hier an den Weg ran. Das ist schon okay. Zerstören. So. Nach der Zerstörung kommt auch der Aufbau. Ohne Spaß. Bin ich im falschen Gebäude? Oh. Doch, ey. Man kann dieses Mal sogar durchgehen. Man bleibt nicht hängen, man bleibt nicht mal an dieser, an dieser Holzkante hängen. Geil. Finde ich gut so. Und hat auch hier, kriege ich da noch einen Weg vorne dran. Cool. Wie ist das? Ist das auch gerade, wenn man hier langkommt? Steht ein bisschen schief, gell? Aber das ist, weil der ganze Weg quasi nicht gerade ist. Der geht ja hier so lang. Ist aber gut, oder? Finde ich nicht schlecht. Dann können wir hier neben dem Baum sogar wachsen lassen. Haben hier unten die Fischereihütte. Die können von hier aus, die bringen den Fisch direkt hier rein. Hier die Küche holt sich von der anderen Straßenseite. Die beiden Tavernen ist nicht weit. Ah, das passt schon. So, was brauchen wir denn? Oh, das besteht aus Holzstämmen, das Ding, gell? Okay. Ich sollte mir einen anderen Hammer holen. Vor allem sollten wir, bevor wir es fertigstellen, mal gucken. Geile Konstruktion, gell? So voll unsinnig. Hier, die Hütte ist noch nicht fertig, aber wichtig ist, es hängen schon ein paar Zwiebeln innen drin zum Trocknen. Und der Galgenstrich hier. So, wir brauchen Stämme. Was sagt mein Inventar gewichtmäßig denn? Habe ich irgendwie Platz? Ich habe wieder eine Eisenaxt sogar, warte mal. Nee, auf die 4 will ich sie gar nicht. Ich will sie auf die 3. Das habe ich jetzt auf der 4 weggemacht. Mein Messer? Nee, ich weiß es nicht. Hacke brauchen wir jetzt nicht. Ich wollte auch ein paar Samen, wollte ich in die Hütte reinpacken. Salz, Stein, Steinaxt, Stöcke, Stroh. Ja, pass mal auf. Wir machen uns jetzt mal ein bisschen leichter. Wir erleichtern uns jetzt. Wir machen uns das Leben leichter.
das Leben eine Leichtigkeit, so ist es schöner. Wenn der Bogi auf Reise geht, kommt er niemals zu spät. So, Stroh und Stock, alles macht und unter den Rock. Stein, Messer, kannte ich schon mal besser. Drei Stück habe ich sowieso gebaut für irgendwas anderes. La 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 la. Salz ist. Jetzt mal gedacht, dass Salz eigentlich Lebensmittellager ist. So. Okay, pass mal auf. Leinsamen. Da müssen wir aufpassen. Ich würde ganz gerne eine Notreserve. Das wollte ich in der letzten Folge schon machen eigentlich. Eine Notreserve an Saatgut. Dass da nicht irgendwie was mal irgendwie verarbeitet wird und wir da nichts mehr machen können oder sowas. Gut, Materiallager, das ist Lebensmittel. Okay. Ich kann tragen 60, 61 Kilo an Stämmen. Ah ja, ich würde sagen, Axt in die Hand und Feuer frei. Wenn man den Weg aus dem Dorf rausfindet. Die Dungproduktion. Da, schaut mal, das hier, der frisst das Gras so direkt rein. Das sah aus, wie so, so grüne Kotze wäre, die aus der Schnute von dem Schweinchen rausragt. Aber natürlich nicht. Guck mal, die herbstlichen Blätter hier. Unser Hopfen wird bestimmt aberntbar sein, ne? Nee, wird er nicht. Auch gut. So, wir holen uns Holz. Und zwar holen wir Holz nicht direkt vor unserer Haustür. Genau, sägt mal schön. Jetzt mal ohne Spaß. Waren die jetzt mal ohne Mist? Guck mal an. Da war das Lager mal voll, da haben die eingelagert hier. Ist es jetzt mal ohne Spaß, ist es nicht normal leer, diese Fläche hier? Hat die sich gefüllt, weil überhaupt was drin ist im Lager? Ich weiß es nicht. So, wir gehen jetzt mal ein Stückel. Ah, da oben, da schlagen wir erstmal Bäume. Ich will jetzt mal umgucken, weil man weiß ja nie. Man weiß nie, was hier so im Wald für Gefahren auf einen lauern. Das Krasse ist da hinten das, gell? In welche Richtung schaue ich denn gerade? Habe ich da hinten ernsthaft den ganzen Hang schon abgeerntet? Nee, das sind keine Baumstümpfe, oder? Das sind Gräser. Ich dachte schon, ey, was ist denn da hinten passiert? Oh, hier ist so ein schöner, dichter Wald. Der wird auch bald wieder aufgeforstet werden. Komm. Weil Fichten sind eh nicht gut, also für uns hier nicht gut, weil die nicht ergiebig sind. Die geben immer nur 3. Besser als Birken. Weiß gar nicht, warum ist das Birkenholz eigentlich so unergiebig? Kann man doch so gar nicht sagen, oder? So Birken sind doch mega geile Bäume. Also ich habe auch schon Birkenholz verarbeitet. Aber halt für, was heißt verarbeitet? Ich habe Birkenholz gehabt, als ich im Garten abgefallene Äste beziehungsweise halt abgebrochene Äste von der Birke mal klein gemacht habe und verarbeitet habe. Und ich fand jetzt nicht, dass es sich so schlecht verarbeiten ließ. So von wegen, dass es so ganz dünnes, brüchiges Holz wäre oder sowas. Glaube ich gar nicht. Gibt sogar, doch, gibt 3 Stämme immer. Und ein anderer umgefallener Baum. Ich habe noch einen gefällt. Okay. Der ist halt richtig cool. Ahorn. Bisschen Ahornsirup bitte, gefällig. Bababam, 4 Stück, dankeschön. Ihr werdet sehen, wir werden jetzt hier so viel weghauen, dass wir damit noch nicht mal die Lebensmittelbude fertig kriegen. Wir brauchen definitiv mehr Holzfäller. Wir müssten eigentlich hingehen, so 5-6 Holzfäller haben, aber dafür brauchen wir dann noch ein weiteres Lager. Hier 3 Bäume umgehauen. Sehr gefällt. Nee. Jetzt schon. Aber der, guck mal. Boah. Das ist auch geil. Sowas ist so. Guck mal, lass ihn mal. Ja, weiß nicht, soll man den stehen lassen. Da haben wir ihn umsonst gefällt. Aber es sieht halt lustig aus, oder? Wo sind die Spitze hin? Ja, ja, komm. Wird wieder wachsen. Da sind noch mehr irgendwie stehen geblieben, oder? Wow. Das ist gefährlich sowas. Das kann ich mir auch in echt vorstellen. Das wäre so typisch Bogie-Aktion. Unten was weghauen und dann nach oben gucken. So, ey, was passiert? Wird schon nichts passieren. Und dann doch. Komm, hau weg. Kann da bald bestimmt nichts mehr tragen.
Und wir haben immer noch nicht wirklich viele Holzstämme. Okay, jetzt sind wir überladen. Das heißt, na doch, jetzt haben wir 60 Kilo an Holz. Bisschen überladen ist ja okay. Aber dann mal wieder zurück zum Dorf. Einen vergessen. Da liegt noch einer. Okay. Wo ist unser Dorf? Wäre fast richtig gewesen. Einfach mal in die Richtung gehen, so, ah ja, wird schon passen, ja. Und jetzt kommen irgendwie die Banditen und wir sind so voll lahmarschig unterwegs. Aber ich bin ein schneller Typ. Dann würde ich einfach hingehen, so klack, klack. Wird hingehen. Ey, Alter, was willst du? Ich zück gleich die Armbrust. Ich sollte nicht so Blödsinn machen, wenn ich hier am Rennen bin. Aber wir könnten auch hingehen. Ablegen. Zielen. So, wird's gemacht. So, ich hätte ganz gerne einen Pfeil auf der Armbrust drauf. Ist natürlich Quatsch, weil hier passiert nichts. Außer, dass wir einem kleinen Rammler über den Weg laufen können hier im Wald. Außerdem so, busch, oh, tut mir leid. Sorry, war keine Absicht. Nein. Weißt du was? Ah, das ist auch noch eine Baustelle. Habe ich 14 Kilo an Stöcken einstecken? Ne, 6 Kilo. Passt gar nicht viel rein, diese Dinger. Das heißt, man müsste wirklich das Holz... Boah, was geil gewesen wäre, wenn wirklich noch zusätzlich zu diesen 50 Kilo, die man da reinmachen kann, das Lager, diese einzelnen Holzstämme, wenn man jetzt zum Beispiel da 15 Stämme liegen da eben, wie man, was heißt 15, weiß ich nicht, ja. Ihr habt gesehen, da lagen Holzstämme neben links drin. Und wenn das, angenommen, da liegen 15, dass da wirklich 15 Stück gelagert sind, man kann die ja auch hingehen und wirklich ablegen. Genauso wie wir hier die Deko abgeschmissen haben, können wir ja auch hingehen und die Sachen für die Hütte da ablegen. Guck mal, auch hier müssen wir dann noch ein... Ne, müssen wir eigentlich gar nicht. Ich dachte eben, so ein Streifen Dings machen. Boah, ey, wie oft soll ich noch laufen jetzt für dieses Gebäude? Ernsthaft? Stämme. Ach, weißt du was? Komm. Hier. Machen wir nicht lang rum. Wird so jetzt gebaut. Ja, ey, toll, gell? Der wird noch ein bisschen... Er wird noch deutlich mehr gebraucht. Ah ja, gut, deutlich vielleicht nicht. 2, 2. Hm. Jetzt brauchen wir noch 5, 8, 13, 14, 15, 16, 17. 21, war 25. Wie viel haben wir jetzt eben gerade geholt gehabt? Ich weiß es gar nicht. Jo, ich brauche weiteres Holz. Gehört halt mit dazu, Leute. Das ist halt einfach so. Vielleicht sollten wir effektive Bäume fällen. Also uns direkt irgendwie an, hier so an Ahorn oder sowas ranmachen. Hier ist zum Beispiel, hier ist kein... Der wächst ja wieder. Hier muss Gras abgebaut werden. Entschuldigung. Dach kaputt. Habt ihr das gesehen gehabt? Habt ihr mal im Stream bei mir Icarus gesehen? Wenn man Icarus spielt, da war es auch so, wenn dann so was umfällt, das zerschlägt dann wirklich die Hütte. Also ist dann wirklich Schaden an der Hütte dran und so. Ja, ist halt schade. Ahorn sieht halt immer schön aus. Wenn ich die ganzen Ahornbäume hier weghau, da wächst der wieder. Oder halt die Holzfäller. Wir brauchen bald sowieso jemanden, der sich ums Pferd dann kümmert. Das heißt, Arbeiter fürs Pferd. Das heißt, ein Stallknecht. Ja, warte mal. Haben wir gegebenenfalls jetzt schon jemand, wo aus der Schwangerschaft gekommen ist? Sehen wir immer an der Zufriedenheit. Keine fallende Zufriedenheit, alle happy. Mehr oder weniger. So. Guck mal, hier oben ist alles Ahorn. Gibt der auch vier? Das ist ein dünnerer Ahorn. Wir testen. Was ist das denn? Wie geil ist das denn? Warte mal. Eins. Zwei. Hat auch vier gegeben. Wieso hat er den so geil gefällt? Warum das denn, bitteschön?
Weil der Baum noch nicht ausgewachsen ist oder so. Habe ich so noch nie gesehen. Das ist ja geil. Müssen wir mal gucken. Wäre krass, wenn das jetzt hier mit... Ja, der ist auch noch nicht so groß. Ach, guck mal. Das ist aber keiner, den wir jetzt gefällt hatten. Nicht wegrollen. Nicht wegrollen. Hier bleiben bitte. 24 Stämme. Okay, pass mal auf. Wir haben es gleich fertig. Mit dem jetzt sollte es reichen. Auch interessant. Komm, lass mal her. Ja. Capri-Sonne. Capri-Sonne. Ich habe letztens im Stream von erzählt gehabt, dass... Ich meine, will jetzt Capri-Sonne nicht schlecht reden oder so, aber ich meine, es sollte jedem klar sein, wenn man jetzt dafür drüber redet, ob man seinem Kind ein gesundes Getränk gibt, dass da Capri-Sonne wahrscheinlich nicht so die erste Wahl ist oder so, ja. Oder keine Ahnung. Vielleicht liege ich auch falsch. Ich weiß es nicht. Ich habe mich jetzt mit den Zutaten von Capri-Sonne nicht auseinandergesetzt, aber ja, ist natürlich was anderes als ein 100%iger Fruchtsaft. Ich weiß noch, es gab früher in der Schule, wenn so die Mitschüler, die hatten so Billigtrinkpäckchen teilweise gehabt, mit so einer Orange drauf und so eine weiße Packung. Das weiß nicht, war irgendwie was vom Discounter halt, ja. Und da haben wir dann so auch schon als Kinder, wir hatten ja eigentlich keine Ahnung vom Fruchtgehalt und so, aber wir haben uns schon als Kinder drüber lustig gemacht, dass da ein Fruchtgehalt von, guck mal, die gehen nach Hause, die Enten. Die Enten, die Gänse. Enten. Wir haben Hühner und Gänse, wir haben gar keine Enten, wie komme ich jetzt auf Enten? Ja, und dass es dann so ist, dass man, Bretter, okay. Dass wir schon so als Kinder gesagt haben, hier Fruchtgehalt 5% oder so. Rest war einfach Wasser oder so gewesen. Und Capri-Sonne, die hat doch so eine Form, dass man die unten abstellen kann auf dem Tisch. Wir haben die als Kind so umgedreht und haben die dann den Strohhalm in der Unterseite rein. Oh, das ist ja beschiss, das sind zwei Wände. Das heißt, es reicht wieder nicht, das Holz. Boah, ich krieg gerade noch zu viel, gell? Das ist fertig. Kann ich da hoch? Was richtig geil wird, die Leiter da hoch zu gehen. Okay, warte mal. Das ist Bretter. Bretter? Oh, wir kriegen es doch fertig. Okay. Bretter holen. Aber bei der Gelegenheit mal gucken, welches Fassungsvermögen wir jetzt hier haben, müsste sich ja verdoppeln. Wir haben hier ein Fassungsvermögen von 1000. Und sollten dann auf 2000 hoch. So, Bretter. Wie viele brauchen wir denn? Was waren es gewesen? 6, 12, 24. Haut das hin? Ich glaube, wir haben irgendwie noch ein paar Bretter oben reingebaut, die schon da waren oder so. Dann wird dieser Platz hier richtig gut werden. Ich bin da, freue mich da schon drauf. Ist natürlich blöd, dass es hier so dicht ist und hier ist wieder nichts mit dem Feld. Aber auch hier werden später Häuser stehen. Da bin ich mir sicher. Wobei? Nee. Es ist unser Blick hier runter. Vielleicht Tiere. Ein Stall oder so. Ja, nee, also Stall. Ein kleiner Stall mit großem Gehege vorne dran. Oder wir machen einfach eine eingezäunte Wiese. Wäre auch eine Option. Auf jeden Fall haben wir diese Billiggetränke. Wir fanden die schon damals, waren nicht so geil. Wobei, muss man auch nur sagen, Capri-Sonne, wenn du Capri-Sonne getrunken hast, dann warst du schon wer gewesen, ja. Capri-Sonne war schon gut gewesen. So. Aber wir haben die unten eingestochen. Guck, 2000. Unten eingestochen und haben dann die Capri-Sonne, wenn wir was trinken, haben die Capri-Sonne dann so gepumpt quasi. Könnt ihr euch vorstellen, du hältst so eine Capri-Sonne verkehrt rum, stichst unten in der Mitte rein und da hast du ja so einen Wall. Und dann, wenn du es angestochen hast, dann versenkst du den Strohhalm innen drin oder ziehst ihn raus und pumpst ganz vorsichtig. Und dann füllt sich das. Und dann kannst du oben, wie so ein Becher, kannst du dann die Capri-Sonne nehmen zum Trinken. Das haben wir als Kind gemacht, das war ganz lustig. So, wir gehen pennen. Wir gehen schlafen und reißen dann unser Lebensmittellager ab. Hier sind sie alle brav hier. Schatzi ist zu Hause. Unser Kind pennt schon. Pretzelbohr ist im nächsten Jahr schon auch schon groß. Hallo da. Du bist die Beste. Was hast du mir denn so einen Knabbern gegeben? Gebratenes Fleisch. Goodbye! So. Gar nicht so doll eigentlich drauf, gell? So eher. How is life treating you? Doch, genau. Du bist die Beste. War das. Eine Karotte. Karotte ist schon besser. Und diesmal steht er nicht mit auf, der kleine Drecksack. Da bleibt er liegen. Gestern ist er zu früh aufgestanden, da war er direkt... Oh, geil, oder? Es geht so ein laues Lüftchen durch die Bäume. War voll cool. So, okay, jetzt tut mir leid für dieses Lebensmittellager hier oben.
Aber was meint ihr denn? Hier so Platz außenrum zum Sitzen und so wäre viel, viel geiler, oder? So, ich hoffe mal. Wie viel haben wir denn hier drin? Dass es nicht irgendwie die Hälfte sich auflöst. 656. Ich hoffe mal, wo ich hier auf welches Gebäude ich gehe. Ach so. Ich muss das echt so einreißen. Ach ja, halt wenigstens ein paar Stämme zurück. Und vorsichtig. Ulrich abreißen. Ja, aber gut, mit der Wiedergewinnung ist gut. Bam. Ja, okay, mit Wiedergewinnung. Das war natürlich extremste Materialien. Aber ich muss die jetzt mal hier irgendwo droppen und zwar. Was ist denn da? Wie viele Stämme hat denn das gegeben? Holzstamm, wo ist er denn da? 90 Kilo. Okay. Gut. Gucken, ob das Lebensmittellager 656 auf Lager hat. Perfekto. Okay, hat geklappt. So. Und jetzt ist die Überlegung. Wir müssten. Hier geht ein Gehweg ran. Da würde ich fast sogar. Pass mal auf. Kann ich. Wie ist denn das denn? Man kann über die Gehwege. Kann man keine Mauer. Geht es trotzdem? Warte mal. Es geht wegen dem Gehweg nicht. Ist kein Problem. Wie ist denn es bei den anderen? Haben die normale Holzzäune? Wir haben doch sowieso. Müssten mal gucken, was da für ein Quest offen ist. Wir rennen mal hin. Beziehungsweise wir gehen was verkaufen. Weil wir haben sowieso ein bisschen Geldprobleme. Können wir gucken, wenn wir nach Preis sortieren. Was haben wir denn Wertvolles? Bronzespitzhacken, Säckchen. Ach guck mal, das produziert das. Die näht es schön, diese Säckchen uns. Die sind bringen, aber die bringen richtig Kohle. Trinkschlauch. Auch gut. Leinengewebe stellt die her. Es ist schon geil. Postgegenstand wird bloßen Handel schneidet sich. Ist einfach nur so ein Gegenstand zum Verkaufen, glaube ich. Boah, wir kriegen auch richtig Eisenerz jetzt rein. Jetzt, nachdem drei Leute drin arbeiten in der Mine und wir auch dann mehrere haben, die. Boah, ey, scheiße. 100 Kilo an Holzschaufeln. Wir können. Was? 35 mitnehmen, gell? Ja, 34. 34 Kilo. Oh, naja. Warte mal auf. Machen wir anders. Was wiegt denn so ein Speer? Wiegt gar nicht so viel, ist aber auch wertvoll. Was kann ich noch tragen? Halt. 70, 13 Kilo. Jo. Okay. Wir gehen nach Gostovia. Wow. Lass mal den Onkel Bogi vorbeijumpen. Und dann können wir die Stämme mal nehmen und oben unseren Walmer weiterbauen. Wie so ein Hund. Ich weiß noch, ich hatte ja auch einen Boxer. Ich hatte, gut, wenn ihr sagt, ey Bogi, du hast uns erzählt, du hast einen Dobermann gehabt. Ja, oh scheiße. Ja, hatte ich auch. Ich hatte einen Dobermann und davor hatte meine Familie einen Boxer gehabt. Und der Boxer, wenn du den dann so gefragt hast, so, und Mike hieß der. Und Mike, was ist los? Sind da böse Menschen oder sowas? Der hat dann nicht so angefangen zu bellen und zu knurren, sondern also, das war dann so seine Antwort darauf gewesen. Ja, das war ganz witzig, weil das war wie so ein motziger Hund war das gewesen. Echt witzig. Oh, Leute, wir sind auch schon am Folgenende. Album ist gerade nochmal an hier. Vor allem würde ich gerne wissen, gibt es jemand, der tüchtig ist für die Viehzucht? Ist hier jemand tüchtig für, guck mal, das ist sogar der das Quest hat. What can I do for you? Was kann ich für dich tun? Ich würde eher sagen, wie kann ich dir denn helfen? Deine Hilfe gebrauchen, ich wollte mein Haus renovieren. Brauche einen Bauhammer, ja klar. Und ihr? Oh, Grundolf. Gundolf, geiler Name. Und sie betet hier. Gerada. Das ist nicht gerade das Beste, was ihr könnt. Das ist ein ich glaube, so einen Zaun brauchen wir auch, oder? Mäuerchen ist natürlich auch geil. Mäuerchen ist cool. Guck mal, dass wir sowas machen hier. Oh, der hat den Löffel sogar da reingelegt. Noch cooler. Sowas brauchen wir. Und wir werden jetzt gerade noch unser Kram
Hey, warte mal gerade. Ist unser Steuerquest schon wieder offen? Wir haben gerade kein Bautechnik. Kupferhammer. Kriegen wir, das werden wir verfolgen auf jeden Fall. Wir haben momentan nicht das Quest, dass wir was bezahlen sollen. Ich habe Angst mit ihm zu reden, aus dem einfachen Grund. Unsere Schulden sind Tagebuch, Inventar, wie gerade Verwaltung. Wir müssen zahlen 3200, aktuell Schulden 0, 3200. Wir haben, passt mal auf, ich brauche mal gerade einen schnellen Händler. Bist du Händlerin? Du. Hail, friend. Pass mal auf. Ja, das ist schön. Guck mal, ich habe auch richtig gute Produkte. Nimm mal das hier. Dann hätte ich noch was anderes für dich. Und zwar... eine Karotte. Komm, hier bitte. Kannst du auch eine Karotte haben. Säckchen. Knüppel aus dem Sack. Trinkschlauch. Ah, es war doch... okay. Jetzt haben wir genug Geld, um unsere Schulden theoretisch zu bezahlen. Aber halt, ich wollte noch was... ich wollte noch Sperre verkaufen. Wo sind die Sperre? Und Schaufeln, die braucht die unbedingt. Ja, ja, klar, weil sie braucht das unbedingt beim Arbeiten und so. Mhm. Holzhacke weg, die nehmen wir uns nach Bedarf. Okay, pass mal auf. Jetzt will ich mal gucken, was der alte Halunke, warum der ansprechen geht. Welcome. Okay. Wo finde ich? Ich will Pferde. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Rasimir, frag jemand anderen. It was nice seeing you. A newcomer. Das ist ein Drecksack, gell? Pleasure to meet you. Wilde Tiere. Mich war. Bauernhofstiere? Pferde? Honiger. Es ist ja krass, die können manche Sachen, wenn die keine Jäger sind, dann können die das nicht beantworten oder was. Der weiß bestimmt, wo es wilde Tiere gibt, oder? Dafür bin ich der falsche Ansprechpartner. Wende dich besser an einen richtigen Jäger. Das ist cool, die haben mittlerweile richtige Berufe anscheinend. Aber Leute, wir haben auch einen richtigen Beruf. Wir müssen in die nächste Folge. Danke fürs Einschalten. Bis dann, euer Onkel Boogie. Ich gehe rüber ins Dorf übrigens, gell? Also bis gleich. Ciao.